Ich darf den Part des Herrn Bundesministers übernehmen und Ihnen berichten, dass wir sehr weit gekommen sind mit den Impfungen schon. Wir sind froh, dass wir Ende dieser Woche die einmillionste Impfung überschreiten. Und das heißt, mit heute sind weit über 800.000 Impfungen schon eingetragen. Wir erwarten daher in den nächsten Tagen die eine Million. Wir sind in einer wichtigen Phase der Impfung. Wir haben das Gesundheitspersonal schon zu einem sehr großen Teil geimpft. Wir haben die Hochrisikogruppen und die Patientinnen und Patienten höheren Alters schon geimpft. In vielen Alten- und Pflegeheimen sind wir bereits komplett mit den Bewohnern und den Impfungen haben wir das vervollständigt. Und wir sind sogar schon bei den Lehrern und Pädagogen. Wir sehen vor allem, dass die Impfung in den Alten- und Pflegeheimen schon greift, da wir dort einen deutlichen Rückgang der Infektionen, der Erkrankungen feststellen und wahrscheinlich schon in einem nächsten Schritt über eine veränderte Besuchsregelung in den Alten- und Pflegeheimen reden können. Zur aktuellen Lage ist zu sagen, dass die Impfung natürlich unsere derzeitige Situation stark und gut beeinflusst. Wir haben steigende Fallzahlen, aber wir sehen derzeit noch keinen exponentiellen Anstieg, was wirklich sehr gut ist. Wir haben es jetzt in der Lage, einen weiteren Lockdown zu verhindern. Wir müssen unsere drei Waffen, die wir zur Bekämpfung des Virus in der Hand haben, jetzt wirklich gut und richtig nutzen. Es geht um die Impfung, deswegen sind wir heute da. Es geht aber auch um das Testen und es geht um den Schutz. Wir impfen, wir testen und wir schützen uns. Wir müssen jetzt Aufenthalte in den Krankenhäusern verhindern. Wir müssen jetzt die für uns so wichtige Infrastruktur entsprechend schützen. Und das tun wir dann, wenn wir uns selbst schützen. Das geht, wenn wir die Impfungen rasch voranbringen. Das ist unsere erste Aufgabe. Das geht aber auch dann, wenn wir ein entsprechendes Testregime, einen entsprechenden Zuspruch zu den Testungen haben. Und das sehen wir. Wir sind ein Land, das mit den Impfungen, mit dem Impfangebot an seine Bürger in Europa führend ist. Wir haben sehr viele Gratismöglichkeiten geschaffen und darauf sind wir relativ stolz. Und wir glauben, dass die Menschen in unserem Land diesem Thema sehr aufgeschlossen sind und alles tun, um ihren Alltag, um ihre Familie, um ihre Freunde entsprechend zu schützen, indem sie sich testen. Wir sind froh, dass wir auch bezüglich der Mutationen erfreuliche Verläufe sehen. Wir sehen, dass in Tirol die Südafrika-Variante deutlich zurückgeht. Es sind weniger als 5 Fälle pro Tag dort zu verzeichnen. Das heißt, die Maßnahmen, die wir dort gesetzt haben, greifen ebenfalls deutlich. Wir sehen aber weiters, dass die britische Variante der B117-Mutation vor allem im Osten Österreichs deutlich vorherrscht. Und ja, deswegen gilt es jetzt nicht nachzulassen und besonders den Kampf gegen die Virusvarianten weiter so stark fortzuführen, wie wir ihn tun. Der einfache Zugang zu den Impfungen und zu den Testungen ist vor allem das, was wir weiter forcieren wollen. Wir schaffen ein weiteres Angebot, indem wir die Wohnzimmertests zu einer großen Zahl weiter zur Verfügung stellen und über die Apotheken diese Abgabe noch leichter möglich machen, als es jetzt schon ist. Wir bekommen mehr Lieferungen und da sind wir, glaube ich, Vorreiter und sehr, sehr froh, dass uns das in dieser Art und Weise gelingt.